Herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword. Wir haben uns durch die Ranelle-Minen geschlagen und sind jetzt in der Ranelle-Wüste und ja, suchen Zelda. Mal wieder. Zum dritten Mal oder vierten oder was weiß ich wie oft. Wir sehen da hinten neue Gegner. Das sind solche Krabben, glaube ich. Sind das Krabben? Solche Schneckenkrabben. So. Und ich glaube, hier musste man irgendwie ein Schild einsetzen. Nein! Ja, toll. Die können einen richtig mächtig zusetzen, weshalb ich bitte den Käfer weglege. Erstmal hinterm Stein verstecken. So. Ich wähle immer die falsche Taste aus. So. Und zwar kann man die, glaube ich, mit dem Schild auskontern. Und dann können wir sie schlagen. Genau. So besiegt man die. Einfach mit dem Schild so ein bisschen gegenhalten. Das Schild geht davon nicht kaputt, solange ihr wirklich richtig kontert. Und da oben war was. War hier was oben? Wir sehen was Schönes von wegen Bernsteinhalbmond. Ich sehe hier nichts. Nö, da drüben ist nur eine Truhe. Holen wir uns die mal. Ja, und natürlich wird man die Häuser von diesen Schnecken auch brauchen. Ach so, nee, das ist nur ein Gebüsch. Nur ein Busch. Das ist George Busch. Ach, guck mal, da ist ja noch einer. Kommen wir da hoch? Warte mal, dann werde ich mich erstmal an diesem hier trauen. Ich glaube, man kann auch die Items erst auf, also nur aufwerten, wenn die, oder beispielsweise die Schilder nur aufwerten, wenn sie auch wirklich, hat der das droppen lassen? Nee. Nur wenn er wirklich, ja, noch im Ganzen ist. So, wir kommen da nicht hoch. Da brauchen wir tatsächlich ein neues Item. Haben wir, ist da was zum neues Item benutzen? Ich denke, da kann man irgendwie hoch. Also, das wird jetzt nicht so die Schwierigkeit sein. Gehen wir einfach mal weiter. Ich will hier ein bisschen durchrasen. Und den dritten töten. Also, als ich das erste Mal dieses Spiel gespielt habe, fand ich diese Gegner durchaus lästig. Siehst du, jetzt hat mein Schild Schaden genommen. Und, ja. Bald ist er kaputt. Ich habe ihn einmal treffen lassen. Oh, wie schade. Ja. In der Wüste sollte man sich hier ein wenig zurechtfinden. Und wir haben ja beim letzten Mal auch diese Edelsteine gefunden. Diese Zeitsteine. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Auf jeden Fall konnten wir mit denen tatsächlich in die Vergangenheit reisen. In die Vergangenheit, die wie eine Zukunft aussieht. Kann ich den so erreichen? Wäre ja schon irgendwie geil, ne? Ja, aber der nimmt ab. Es reicht nicht bis so weit. Also das ist relativ knapp bemessen hier mit dem Ding. So, wir müssen auf jeden Fall die Käfige jetzt erstmal aufspringen. Und am besten auch direkt mal ein Item mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind, ne? Sollte man die Truhe auch aufmachen. Ah! Ja, das sieht erstmal auf den ersten Blick total nutzlos aus. Und, ja, so ein Strauch. Wüstengras. Aber man kann es durchaus benutzen. Wüstengras kannst du in der Ferne Wüste Ranelle und an anderen Orten finden. Es rollt über den Boden und kann für allerlei Dinge verwendet werden. Wenn du es siehst, fang es schnell mit deinem Schmetterlingsnetz ein. Ja, das wollte ich eigentlich auch gerade sagen. Denn, ja, man kann hier überall solche Grasdinger finden, die fliegen ab und zu mal vorbei und man kann sie im Grunde farmen. Aber das wollen wir jetzt nicht. Wir wollen die Bombe nutzen, um da etwas reinzuschmeißen. So, kommen wir auf die andere Seite. Sieht ja doch ein bisschen weit aus. Oh, kommen wir da hin? Nein. Okay. Können wir von oben vielleicht eine Bombe reinwerfen? Man sieht hier schon Bomben, Donnerblumen. Die wachsen nicht nur auf dem Todesberg. Wobei, Eldin-Vulkan. Damals war es noch der Eldin-Vulkan. Und mit 15 Bomben versuchen wir uns nochmal daran. Wir können uns auf die andere. Auf die andere. Wie heißen die? Ja. Vogel, wie heißen die Dinger? Ach, keine Ahnung, ey. Ich will jetzt nicht danach denken, sonst dauert das hier zu lange. So, Bombe reinschmeißen in den Käfig. Jetzt habe ich's. So, dann fällt's mir auch viel schneller ein. Und, kann ich da einfach gegenhauen? Oder muss ich da nochmal rein? Ich meine, Link kommt locker mit seinem Schwert durch. Oder kann ich den einfach ablegen und dann explodiert er ja schon irgendwie. Oder? Natürlich nicht, ich muss da nur einen reinschmeißen. Oh, wieso hat man dieses Spiel so bockig programmiert? Vielleicht hätte ich da auch mit einer Schleuder reinwerfen können, ich weiß aber gerade nicht, ob ich noch Dekonüsse habe. Die werden ziemlich wichtig sein irgendwann mal.
Wobei, nee, ich glaube nicht, dass sie so wichtig sein werden. Also man kann sie durchaus gebrauchen, gerade für Stellen, wo man durch Gitter schießen kann. So, wir sind in der Vergangenheit und können jetzt neuartige Bokoblins töten. Hilf! Hilf mir! Hilfe! Okay. Du rufst ganz bestimmt nicht um Hilfe. Nee. Oh ja, schön aufspießen. Noch in der Vergangenheit. So. Siehst du, ich habe schon vor so vielen Jahren die Bokoblins getötet. So, das Ding ist, diese Typen sind so ein bisschen anders. Die haben solche Elektroschwerter, mit denen können sie, ja, sie können uns paralysieren, so. Die können uns schocken einfach. Ja. Und ich glaube, Elektro ist ein bisschen heftiger als so ein normales Schwert. Bei denen jedenfalls. Ich meine, die sind alle viel futuristischer drauf, in der Vergangenheit. Psst, du hast mich gerettet. Psst. Okay. Ja, das habe ich. Schön erkannt, kleiner Mann. Das war knapp. Beinahe hätten die mich hätten die Kerle den Strom abgeklemmt. Aber sag mal, ist das etwa ein Käfer? Der Kopf von hier ist aber ein altes Modell. Willst du, weil du mir geholfen hast, werde ich dir dieses Ding ein wenig verbessern. Gib mal her. Psst. Okay. Ah, das ist ja toll. Cool, der ist wenigstens hilfsbereit. Du hast den Greifkäfer erhalten. Mit seiner größeren Zange kann er Items aufheben und tragen. Drück Z und bla bla bla. Wir kennen die ganze Geschichte. Jetzt kannst du mit Hilfe den Käfer Objekte greifen und festhalten. Pass auf dich auf. Ja, das werde ich mir zu Herzen nehmen. Was mich jetzt. Es ist ja so. Jetzt sieht er uns, ne? Aber wenn ich hier wäre. Also wenn ich in der Zukunft oder in der Gegenwart bin, dann kann er mich ja nicht sehen, weil ich ja in der Gegenwart bin. Und dann müsste der einfach sehen, also aus seiner Sicht müsste das so sein, als ob Link einfach aus dem Nichts auftaucht und wieder verschwindet. Boah, muss man mit Philosophie rangehen. Also kann man auch Moblins sagen oder Bokoblins ärgern, weil die können logischerweise auch nicht hinter die Linie, weil sie ja tot sind. Die sind tot. So, hier das. Die sind tot, nicht besiegt. Nur so mal so zur Information. Als nächstes müssen wir uns diese Bombe greifen und hier so eine kleine, ja, sowas Kleines erschaffen. Zack. Automatisch reinschmeißen. Wir kennen die Plattform ja, die. Oder diese Plattform, die aus der Wand rausspringen. Wenn wir da eine Bombe reinwerfen, dann haben wir die Möglichkeit, vorbeizufahren. So, und ab jetzt können wir auch den Käfer erneuern, also verbessern. Das ist auch eine sehr tolle Sache, die ich auch unbedingt mal nutzen muss. Boah, ich glaube, ich hätte hier wirklich den Schild verbessern sollen. Hallo. Er ist schon ein bisschen blind. Der ist so blöd, wirklich. Da brauche ich noch nicht mal mein Schild einsetzen. Meine Güte, wie kann man nur so blöd sein? Die Natur immer, ne? Die Natur und ihre Kreaturen. Ah, wir haben hier ein weiteres oder ein neues oder etwas, was ich eigentlich schon hätte fangen können. Mist. Ah, die sind natürlich wichtig für Tränke, ne? Da brauchen wir gar nichts zu spekulieren oder zu diskutieren. So, da drüben ist auch etwas zum Graben. Ich muss mir hier erstmal so einen kleinen Überblick verschaffen. So, Treibsand, der lässt uns sinken, das wissen wir ja alle. Und wir können von nun an auch diese Mulche oder Frösche in diesem Sand, oder damals waren es ja noch in der Lava, die können wir ab jetzt besiegen. Ja, die können wir besiegen. Und zwar indem wir, oder gezielt besiegen, indem wir jetzt auch die Bomben nutzen, oder den Käfer nutzen, die dann halt die Bomben tragen und zu den Käfern hintransportieren. Dauert halt nur ewig. Es dauert leider ewig, leider Gottes. Aber da würde ich auch noch gerne mal reinschauen. Käfer, Flieg und Sieg. So. Später können wir dann noch so ein könnten wir den Käfer noch so einen Boost verleihen. Also, der Käfer, der ist echt eine nützliche Sache. Ich finde den richtig geil. Ist ein geiles Item. Kann ruhig wieder vorkommen. Weil, ja, man kann sehr viel damit anfangen. Ah, guck mal. Ein Item. Ja, also itemtechnisch finde ich es gar nicht so schlimm. Ich finde es eher lästig, dass man so wenig Items in dem Spiel hat. Man kann ja sehen auf diesem Kreis, in dieser Umkreisung, warte mal, wenn ich das so mache, dass nur noch fünf oder vier Items fehlen. Vier Items. Es fehlen nur noch vier Items und danach haben wir alle. Es ist relativ wenig, wenn man es mal mit Ocarina of Time oder Twilight Princess vergleicht. Oh, die sind scheiße. Die sind richtig kacke. Ich weiß nicht mehr, wie ich die besiege, aber ich muss sie besiegen. Weil die böse waren.
Wüstengras. Ja, ich habe Wüstengras gesammelt. So. Ja, jetzt bin ich stolz, dass ich Wüstengras gesammelt habe. Wir müssen da hinten irgendwie an dieses Artefakt ran. Wie kommen wir denn da ran? Können wir später noch auf diesen Wänden laufen? Ja, tatsächlich. Ja, da können wir später irgendwelche Abkürzungen herstellen. Ja, okay. Was jetzt erstmal wichtiger ist, ist auf eine andere Seite zu kommen. Nee, warte mal. Was viel wichtiger ist, wir können den hier... Kommt der hier hoch? Nö, dafür ist der zu blöd. Aber ich bin auch zu blöd zum Schlagen. So, einmal draufhauen. Und nein, nicht so schnell einlegen. So. Ach, der hat drei Leben auch noch. Meine Güte. Wie viel hält der aus? Vier. Wobei, so ein Himmelsstrahl zieht auch nur die Hälfte ab. Also ist halb so stark. Ach, bitte. Dann laufe ich einfach durch. Meine Güte, wenn der paralysiert ist, dann kann ich einfach durchlaufen. Ja. Aber war knapp. Also, man muss da wirklich Timing haben. Also, man muss wirklich so ein bisschen sparsam sein mit der Geschwindigkeit, die man hier auf dem Sand läuft. Man kann da ganz schnell versinken. Und wenn Link erstmal außer Atem ist, dann sagt er ganz schnell finito. Da hinten ist noch ein Artefakt. Das hätte ich auch gerne. Ist jetzt halt nur die Frage. Ich müsste die eigentlich hier umbringen. Das mache ich jetzt auch. Dafür sind ja die Bomben hier. So. Ja. So leicht kann man die besiegen. Und dann renne ich auf die los. Man muss hier auch wieder sehr schnell sein. Denn man kann es sehen vielleicht. Die Plattform oder... Ich muss mal kurz kratzen, so. Dieses Ding. Die Schale von dem Tier, von dem Krustentier. Die geht natürlich nach der Zeit im Sand unter. Falls man sie irgendwie falsch platziert hat, denke ich. Also aus programmiertechnischer Sicht ist es dann wahrscheinlich sehr klug, den, ja, das Schalentier versinken zu lassen. Oder einfach sterben zu lassen, meinetwegen. Ist auch eine Option. Ja, aber wenn es mich hier sieht auf dieser... auf dieser Insel, dann ist es sehr schlecht, weil ich benötige seine Schale. Da sollte er nicht direkt am Land sein, so. Bams, du bist tot. Fall bitte nach rechts um. Ah, oder nach links, wollte ich eigentlich. Ja, wenn ich es schon falsch sage, ne, dann habe ich es auch nicht anders verdient. So. Scheiße. Ja, Link versinkt natürlich nach einiger Zeit und deswegen sollte man sich beeilen. Ja, das ist jetzt richtig kacke. Warten wir, bis er wieder auftaucht. Die kommen auch aus dem Sand, ne? Klar. Ah, guck mal, der hat jetzt eine perfekte Stelle. Der hat uns gerade nur gesehen und deswegen ist er so... so dämlich platziert gewesen. So. Das ist auch eine lästige Stelle im Spiel. So, hoch mit dir. Hier können wir uns kurz schützen und erschnaufen oder verschnaufen. So, und rüber wieder. Da hinten ist die nächste Vogelstatue. Yay. Ist ja toll. Ist das nicht toll? Ja, das ist richtig geil. So. Hier gibt es richtig viele Artefakte, habe ich das Gefühl. Ich glaube, hier drüben war noch eins, oder? Ich öffne jetzt erstmal... Also ich eröffne jetzt erstmal diese Abkürzung, die wir letztens, die ich gerade gesehen habe. Und zwar müssen wir da dazu diese Lore umkippen. Ja, wobei, das ist... Ja, okay, wir kommen jetzt viel schneller hier rüber, aber ich habe eigentlich gedacht, ich könnte irgendwie da auf die andere Seite. Ja, schön, dass das Ding noch steht. So, jetzt können wir hier hoch. Aber hier, das interessiert mich. Wie komme ich auf die Seite? Muss ich im Grunde von irgendwo anders langkommen, ne? Ach, ja, die Wüste, die ist so ein bisschen lästig. Ja, doch, die ist... Ich fand den Vulkan und den Wald besser, so. Nein, ich wollte dich nicht anrufen. Ich wollte eigentlich nur zentrieren, weil er das Schwert immer so komisch hält. Guck mal, der hält dir nach rechts. Obwohl ich das nicht will. So, sprich mal eben die Statue an. Ja. Und jetzt wieder töten. Ah, es ist kacke. Das Ding muss erstmal wieder zurück in die Mitte. Das ist das Wichtigste. Geh mal wieder zurück. Damit ich hier mein... ich sag ja, dieses Ding ist... Die Bewegungssteuerung sackt gerade wieder so ein bisschen. So, zack, nehmen. Ey, wo begibst du dich denn hin?
Was ist das denn für eine Völkerwanderung, die du hier vor dich nimmst? Noch nicht mal getroffen hat er. So. Ey, beweg dich nicht so viel. Junge. Zack, hier auf die Birne. Der fällt irgendwie immer in die Richtung. Ach, hier bewegt sich das Sand auch noch. Ja, also der Sand. Das ist ja sehr toll. Dann habe ich ja ein leichteres Spiel. Mache ich hier dasselbe nochmal. Warte mal, ich schaue mich noch ein bisschen um. Da oben ist nur eine Abkürzung. Ansonsten ist hier nichts Wichtiges. Es ist eher wichtiger, das Ding da runterzuholen. Ich hoffe, das Ding hat mich jetzt nicht gesehen. Ach, der Gegner da. So, getroffen habe ich. Jetzt muss ich es nur einholen können. So, ja, okay. Ist gut, denn jetzt kommen wir den ganzen Fluss hier rüber. Den ganzen Sandfluss. Ja. Warten, bis es jetzt gleich explodiert. Das ist schon hilfreich. Okay, jetzt kommen wir ganz einfach hier rüber. Zack. Und das dürfte jetzt eigentlich nicht so das Problem sein, hier rüber zu kommen. Nö, also diese Stelle war wesentlich einfacher als die andere. Vielleicht, weil ich es einfach früher gecheckt habe. Ja, es kann auch daran liegen. So. Natürlich müssen wir auch hier wieder unsere Aurasuche einsetzen, um irgendwelche bestimmten Dinge zu finden. Ja, also wir müssen in jeder Welt im Grunde was finden. Sehr interessant. Wieder so ein Frosch. So, dann schubsen wir mal hier das Ding runter. Habe ich vorhin gesagt, das ist ein Mulch? Lurch heißen die Dinger. So. Ist mir nur so gerade eingefallen, als ich den gesehen habe. Also die sehen relativ dämlich aus. Aber ich finde schon, das hat so ein bisschen... Ja doch, sieht sehr nach einem Frosch aus. Ja. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. So, Abkürzung ist geschaffen. Kommen auch hier wieder schnell voran. Und ansonsten müssen wir weiter. Wir müssen weiter. Meine Güte. Auf der Karte, wie viel haben wir da schon abgeschlossen? Ja, also wir kommen ja von hier. Haben im Grunde die halbe Seite hier so gemacht. Genau, die halbe Seite haben wir bereits geschafft. Fehlt nur noch die halbe Seite und dieses große Gebiet, das wir jetzt betreten werden. Durch die Höhle. Ja. Ah, kommt schon, Link. Ich hoffe, das nächste Zelda wird nicht solche Riesenareale haben, wo man einfach... Ja, ich finde, das ist relativ langweilig. Also, hier gibt's... Ich glaube, das liegt eher daran, dass dieses Gebiet so linear oder... Ja doch, es ist schon sehr linear gestaltet. Der Vulkan war auch linear, aber dieses Gebiet hat hier noch diesen Effekt, dass es, ja, es ist, wie nenne ich das? Es ist symmetrisch, so ein bisschen gesehen. Also da, wo man angefangen hat, dieser runde Bereich, der ist schon sehr symmetrisch. Also der sieht sich an jeder Ecke ziemlich gleich. Hier müssen wir aufpassen, einfach sofort losschlagen. Bevor der überhaupt sein Ding rausholen kann. So. So, weil der, wie gesagt, der kann uns schocken. Äonenblumen, die brauchen wir auch nochmal. Sind auch sehr wichtig. Ich glaube auch für den nächsten Gleiter wichtig. Für den nächsten... Wer ist das Ding? Hier, für den nächsten Käfer wichtig. Ja. Wir legen uns einen Käfer zu. Jetzt steigt Link aus und sucht sich die nächste Bombe. Oder nicht die Bombe, aber... Achso, okay, jetzt weiß ich. Ja doch, die Bombe müssen wir uns holen. Und die Bombe schmeißen wir dann da oben in den großen Baumstumpf. Man kann es, glaube ich, schon sehen. Eine besondere Kraft geht von ihr aus, von diesem Baumstumpf. Wow. Schön getroffen. Auch wenn ich nicht getroffen habe, ist... Komm. Komm, Link, du schaffst das jetzt. Oder der Käfer. Meine Güte, der ist einfach so an der Seite abgeprallt. Einfach so. Obwohl ich die Seite nicht mal berührt habe. Ey, schmeiß runter. Oh, nein. Ja, benimm dich nicht so, Link. Oder Käfer. Ich weiß ja nicht. Die Technik ist heute an allem schuld, ne? Und ich sehe schon, ich brauche auch noch einen... wie heißt das Ding? Zack. Eine Schleuder, eine Pritsche. Die muss ich gleich auch nochmal auspacken. So. Boah, wie schön die Gegend doch damals war.
Ach, guck mal, wir haben sogar noch Muni. Wir haben sogar noch Muni. Da hinten ist wieder ein Artefakt. So. Zack. Das Ding ist auf. Wenn die mich jetzt nicht trifft, die Pflanze, die ich überhaupt nicht gesehen habe, oder wir schlagen sie einfach K.O., da ist wieder eine Äonenblume. Gibt es anscheinend auch nur in der Vergangenheit. Ich komme schon durcheinander. Der Platz scheint nicht sehr bewohnt zu sein. So, noch ein Octorok. Zack, weg war der Octorok. Da war mal ein Octorok. Da ist noch ein Octorok. Da war mal ein Octorok. Da ist wieder ein schöner Käfer. Kriege ich denn diesmal? Ich schleiche mich ganz langsam an. Ha! Jetzt habe ich den. Ja, man muss sich so ein bisschen anschleichen. So. Einen schönen Käfer, der jetzt in unserer Sammlung liegt und dort in einem einsamen Glas erstickt. So, was hast du denn? Wir kennen dich doch. Oh, so trifft man sich wieder. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber dich trifft man wirklich an jedem verrückten Ort. Aber hör mal, ich habe hier gerade die Entdeckung des Jahrhunderts gemacht. Dies ist der Tempel der Zeit. Ein sehr heiliger Ort. Und stell dir vor, an diesem Ort habe ich eine Bewohnerin der legendären Insel der Göttin gesehen. Ihre Kleidung waren ganz so, wie sie die alten Schriften schildern. Sie ist mit einer anderen Person in den Tempel gegangen. Ich wollte ihnen folgen. Aber da gab es eine Explosion. Und das Resultat siehst du ja. Jetzt kommt man hier nicht durch. Und dabei wüsste ich so gerne, was sie da gesucht haben. Ja, als Indiana Jones, ja. Wir kommen nicht durch. Da ist der Tempel. Schon ein bisschen dreist, ne? Was machen die da hinten? Können wir irgendwie durch die Wände gucken oder so ein bisschen durch die Ritzen? Man schaut ja immer gerne durch Ritzen, so. Nee, anscheinend müssen wir den anderen Weg finden. Einen anderen Weg. Oh, aber ich sehe hier gerade, die Folge ist vorbei. Ja, die ist schon vorbei. Da müssen wir einen anderen Weg mal später finden. Wo ist der denn nur? Ja, nee, es ist ja relativ klar, dass wir woanders lang müssen, ne? Wir haben ja noch das ganze Gebiet da vor uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.